So, und dann begrüße ich ganz recht herzlich den Professor Dr. Juan Guyin von der Uni in Bochum zum Thema genetische Untersuchung. Heute im Rahmen von unseren Online-Sessions Meet Experts and Young Heroes bist du unser Experte. Und du hast uns im Vorfeld schon ein Zitat mitgegeben, das da heißt, es gibt keine allgemein richtige oder falsche Entscheidung bei der genetischen Untersuchung auf Huntington. Es ist kein Test, bei dem man bestehen oder durchfallen kann. Und da sind wir sehr gespannt, was du uns da mitgebracht heute, hast heute. Hohe, die Bühne ist dein. Bitte schön. Vielen Dank. Also nochmal vielen Dank, dass ich heute eingeladen wurde zu sprechen. Weil der Vortrag hieß ursprünglich Gentest und dann habe ich den gleich geändert, den Titel, weil eigentlich, wie gesagt, es ist kein Test, den man durchfallen oder bestehen kann. Ja, weil eigentlich ist es eine Untersuchung. Wir benutzen das Wort Test natürlich immer in der Medizin vieles, aber letztendlich ist es eine Untersuchung über eine Anlageträgerschaft erstmal für eine Erkrankung. Und da wollte ich erstmal eingehen, was sind eigentlich die rechtlichen Voraussetzungen, mit denen wir so eine genetische Untersuchung machen. Und da sind wir in Deutschland an das Gendiagnostikgesetz gebunden, weswegen auch die Vorgehensweise so eigentlich teilweise schon vorgegeben ist, wie wir bei der genetischen Untersuchung zu handhaben haben. Das Gendiagnostikgesetz hat Regeln, zum einen den Schutz der betroffenen Person. Also jeder hat das Selbstbestimmungsrecht, informationelles Selbstbestimmungsrecht. Das heißt auch das Recht auf Nichtwissen, aber auch auf das Recht auf Wissen des genetischen Statuses. Recht auf Nichtdiskriminierung. Deshalb ist das Gesetz eigentlich aufgesetzt worden. Und das soll dadurch Standards für Personen, Institutionen, die genetische Diagnostik durchführen, veranlassen und in Anspruch nehmen, setzen. Und deshalb ist es eine gewisse Anforderung an die beteiligten Personen bei so einer genetischen Untersuchung. Das heißt, die Abläufe müssen eigentlich zwischen Arzt, Patient und Labor standardisiert dem Rahmen des Gendiagnostikgesetzes folgen. Was ist eine genetische Untersuchung im Sinne des Gendiagnostikgesetzes? Da müssen wir zwei unterschiedliche Situationen unterscheiden. Einmal die diagnostische Situation, das heißt, es bestehen bereits Symptome und die genetische Untersuchung hat das Ziel, eine bereits bestehende Erkrankung abzuklären. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt mit Symptomen, dann ist es eine andere Situation, als wenn jemand zu uns kommt völlig symptomlos und möchte eine prädiktive, eine vorhersagende Untersuchung haben. Da unterscheidet einmal man zwischen dem Arztvorbehalt und dem Facharztvorbehalt. Bei der diagnostischen Untersuchung, wenn jemand Symptome hat, könnte theoretisch auch der Hausarzt die genetische Untersuchung in Auftrag geben, wenn es entsprechend aufgeklärt wird, die genetische Untersuchung und eine Beratung angeboten wird. Bei der prädiktiven Untersuchung muss eine genetische Untersuchung durchgeführt werden und im Rahmen einer genetischen Beratung. Das heißt, eine Beratungspflicht ist da vorhanden. Und es geht darum, eine erst künftige Erkrankung abzuklären, also eine Anlageträgerschaft, wie wir das bei Huntington in der prädiktiven Untersuchung machen. Im Sinne dieses Gesetzes ist verantwortlich die ärztliche Person, also der Arzt oder die Ärztin, die die genetische Untersuchung zu medizinischen Zwecken vornimmt. Und entsprechend ja, muss es vom Arzt sozusagen auch die Verantwortung übernommen werden. Ja. Ziel der genetischen Analyse ist zum einen, da kennen wir die Chromosomenuntersuchung, also bei Down-Syndrom oder sowas, oder die molekulargenetische Untersuchung, wie wir das bei der Huntington-Erkrankung haben. Und dann gibt es natürlich auch Produkte der Nukleinsäuren-Genproduktanalyse, also eigentlich Blutuntersuchungen, die zum Beispiel auf Hämochromatose oder Hämoglobinopathien, andere genetisch bedingte Erkrankungen, die man die Produkte im Blut schon fest nachweisen kann und da schon Hinweise darauf hat, ob jemand eine genetisch bedingte Erkrankung hat. Was soll in der genetischen Beratung durchgeführt werden? Also es ist anzubieten, wie gesagt, bei einer diagnostischen Untersuchung, wenn jemand bereits Symptome hat, und bei einer prädiktiven ist genetisch zu beraten, also ist eine Pflicht. Und das Besondere ist hier, der betroffenen Person ist nach der Beratung eine angemessene Bedenkzeit bis zur Untersuchung einzuräumen. Und das handhaben wir bei der prädiktiven Untersuchung bei Huntington noch deutlich strenger als zum Beispiel bei einer prädiktiven Untersuchung auf eine Anlageträgerschaft für Tumorerkrankungen zum Beispiel, weil es eben bei Tumorerkrankungen spezifische Vorsorgeempfehlungen gibt, therapeutische Optionen. Bei anderen Erkrankungen wie Huntington oder auch eine Demenzerkrankung, wo wir keine besonderen Vorsorgemaßnahmen oder Therapien empfehlen können, bisher jedenfalls nicht,
ja, ist es eine andere Vorgehensweise. Und das, was wir heute wahrscheinlich nicht schaffen, so richtig zu untersuchen, zu besprechen und was eigentlich ein größeres Thema ist, sind diese vorgeburtlichen Untersuchungen. Die sind auch Teil des Gendiagnostikgesetzes. Und da steht, eine genetische Untersuchung darf vorgeburtlich nur zu medizinischen Zwecken durchgeführt werden, wenn die genetische Eigenschaft des Embryos oder Fötus abzielt, die seine Gesundheit während der Schwangerschaft oder nach der Geburt beeinträchtigen. Und natürlich, dass die Schwangere nach § 9 aufgeklärt worden ist und eingewilligt hat. Das Besondere bei der vorgeburtlichen Untersuchung bei Huntington ist, eine vorgeburtliche genetische Untersuchung, die darauf abzielt, genetische Erkrankungen des Embryos oder Fötus für eine Erkrankung festzustellen, die nach dem allgemeinen anerkannten Stand der medizinischen Wissenschaft und Techniken erst nach Vollendung des 18. Lebensjahres ausbricht, also Huntington, was später als 18 Jahre zu Symptomen führt, darf nicht vorgenommen werden. Das ist die derzeitige Auslegung des Gendiagnostikgesetzes, weswegen wir von der Gendiagnostikkommission erzählt bekommen haben oder auch berichtet bekommen haben, dass wir eigentlich prädiktiv eine vorgeburtliche Untersuchung auf Huntington nicht durchführen dürfen. Das kann man natürlich jetzt auch diskutieren, weil es natürlich auch die juvenilen Fälle für Huntington gibt, die vor dem 18. Lebensjahr auftreten, sodass das einige von uns Humangenetikern und auch Klinikern anders gesehen wird. Aber das Gendiagnostikkommission sieht das derzeit anders. Und deshalb wird es in den meisten Laboren derzeit eine vorgeburtliche Untersuchung nicht durchgeführt. Eine andere Geschichte ist die Präimplantationsdiagnostik. Das darf man mittlerweile in Deutschland bezüglich Huntington durchführen. Zu genetischen Grundlagen muss ich, glaube ich, nicht mehr groß viel erzählen. Nur noch mal ein kurzer Anriss. Ja, autosomal dominanter Erbgang. Das heißt, wenn einer der Elternteile Mutationsträger ist, erkrankt ist, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass die Nachkommen jeweils die Mutation geerbt haben. Die Prävalenz wird angegeben, je nach Bevölkerungsgruppe zwischen 4 bis 10 auf 100.000. Das ist also eine seltene Erkrankung insgesamt. Neumutationen sind äußerst selten. Das heißt, in der Regel ist einer der Eltern doch Anlageträger, meistens vielleicht früher verstorben oder in einem nicht penetranten Bereich. Und maximal 3% der Patienten haben wir bisher, wo es gesichert aufgrund einer Neumutation zu einer Huntington-Erkrankung gekommen ist. Das Gen selber ist als erstes 1983 lokalisiert worden auf dem kurzen Arm des Chromosoms 4. Seitdem wissen wir, dass es dort liegt auf dem Chromosom 4. Erst 10 Jahre später konnte das Gen tatsächlich isoliert werden und die Mutation mit einem expandierten CAG-Repeat, das heißt, diese CAG-Wiederholungen sind verlängert. Und bei mehr als 39 wissen wir, dass es zu einer 100%igen Penetranz kommt, wenn man das Alter erreicht. Und eine unvollständige Penetranz haben wir bei den CAG-Repeat-Längen zwischen 36 und 39. Wir wissen auch, dass es eine inverse Beziehung zwischen der Anzahl der CAG-Repeats und dem Erkrankungsalter gibt. Das heißt, je mehr Wiederholungen von diesen CAGs da sind, desto früher muss mit dem Auftreten erster Symptome gerechnet werden. Das heißt, haben wir zum Beispiel mehr als 60 CAG-Wiederholungen, rechnen wir damit, dass es in der Regel ein juveniler Onset ist. Das heißt, dass es schon vor dem 18. Lebensjahr auftreten können, die Symptome. Und wir wissen auch, dass das verlängerte CAG-Repeat ist instabil meiotisch. Das heißt, es kann sich auch verlängern bei der Weitergabe an die nächste Generation. Das heißt, wir haben manchmal eine Verlängerung der CAG-Repeat-Wiederholungen, insbesondere bei der Weitergabe vom Vater an die nächste Generation. In der Regel bleibt es aber stabil, aber es kann sich eben verlängern. Und das Ganze nennt sich Antizipation. Wie wird so ein Gentest durchgeführt? Ja, auch hier nochmal so ein kurzes Schaubild, ja, mit den verschiedenen CAG-Repeats. Je länger die Repeats, desto früher ist das Erkrankungsalter. Das sehen Sie hier, ja, bei 60, das ist vor dem 20. Lebensjahr. Bei 40 haben wir eine Spannbreite von 45 bis 70 Jahren für den Erkrankungsbeginn. Gut. Wie sind die Richtlinien für die prädiktive Untersuchung bei der Huntington-Erkrankung? Das sind Richtlinien, die zusammen mit den Selbsthilfegruppen und den Neurologen und den Genetikern vor langer Zeit, schon 1993, aufgesetzt wurden. Und die wurden
2011, 2012 nochmal diskutiert und ergänzt. Aber letztendlich bleiben wir früher mehr oder weniger bei dem ursprünglichen Vorgeben. Das heißt, in der Regel gibt es eine Vortestberatung, das heißt ein erstes Gespräch, wo über die verschiedenen Aspekte mit dem genetischen Berater, mit dem Arzt gesprochen wird, hinsichtlich Familiengeschichte, Stammbaum wird erhoben über mindestens 3 Generationen, die biomedizinischen Aspekte, was bedeutet das, die jeweilige Mutation in der Familie, welche Symptome sind mit der Erkrankung, welche Therapiemöglichkeiten haben wir. In der Regel ist jemand mit dabei, das kann Freund, Verwandte, Partner sein. Und es wird angeboten, ein Gespräch mit einem Neurologen, Psychiater oder einem Psychologen zu sprechen, bevor der wirkliche Gentest oder die molekulargenetische Untersuchung, müssen wir in diesem Fall eigentlich korrekterweise sagen, durchgeführt wird. Und zwischen diesem ersten Gespräch und der Blutabnahme zur DNA-Untersuchung wird in der Regel eine Wartezeit von 4 Wochen veranschlagt, dass man da in der Rahmen dieser Zeit noch die Möglichkeit hat, von der Untersuchung Abstand zu nehmen. Früher waren es sogar, glaube ich, 6 Wochen oder länger, aber wir haben es mittlerweile auch mit den europäischen Guidelines so verkürzt auf mindestens 4 Wochen. In den europäischen Guidelines steht 1 Monat drin, Intervall, wo man immer noch die Möglichkeit hat, vom Test Abstand zu nehmen. Von der Blutabnahme bis zur Ergebnismitteilung sind in der Regel nochmal 4 Wochen. Das hängt aber auch vom Labor ab, wie schnell sie mit der Diagnostik sind. Darauf sprechen wir gleich nochmal drüber, wie so eine genetische Diagnostik im Labor grundsätzlich abläuft und wieso es manchmal ein bisschen länger dauert. Ja, und dass wir in der Regel nochmal gewisse Zeit haben zwischen der Blutabnahme und der Ergebnismitteilung. Im Rahmen der Ergebnismitteilung, da bitten wir in der Regel, dass jemand als Unterstützung mitkommt. Das können Freunde, auch der Psychologe sein, mit dem man gesprochen hat, oder Partner sein. Und die Ergebnismitteilung erfolgt so, dass wir in der Regel einen verschlossenen Umschlag haben. Das heißt, der Berater, die Beraterin, der Arzt weiß noch nicht das Ergebnis. Es ist auch abhängig von den jeweiligen Institutionen, wann dieser Umschlag geöffnet wird. In der Regel wird es erst kurz vorher geöffnet oder in Anwesenheit der Patienten. So handhaben wir das bei uns in der Abteilung, dass wir den Umschlag, den verschlossenen Umschlag, erst dann öffnen, wenn die Leute vor uns sitzen und den gemeinsam öffnen. Und dann gibt es in der Regel noch eine Nachtestphase. Das besprechen wir mit den Patienten in der Regel. Ja, wollen Sie kontaktiert werden? Ja, also in der meisten Zeit, meisten sind doch relativ gut vorbereitet bei uns in der Rahmen der genetischen Beratung, dass sie sagen, na, ist nicht unbedingt notwendig, aber wenn es notwendig ist oder wenn wir uns darauf geeinigt haben, kontaktieren wir die nochmal, entweder einen Tag danach oder eine Woche danach oder auch später. Es gibt gerade eine Frage zu dieser Seite. Hoher, gehst du bitte nochmal gerade zurück? Ja. Und zwar fragt Sandy zur obersten Phase, zur Vortestberatung, möchte Sandy wissen, wird da der Psychologe, Psychiater von der genetischen Praxis gestellt oder muss man sich da selbst drum kümmern? Ja, das muss man auch sagen, das ist eigentlich nicht eine Muss-Voraussetzung, muss man ganz ehrlich sein. Das ist eine Empfehlung, eine dringende Empfehlung, weil wir damit gute Erfahrungen gemacht haben. Bei uns in Bochum ist es so, dass wir einen Berater haben, einen Psychologen haben, der sich damit spezifisch auskennt und wo wir die Patienten dann hinschicken. Es ist natürlich auch so, dass manche Leute sehr weit weg von uns kommen, ja, sodass es immer schwierig ist, für die extra die weite Fahrt nach Bochum zu nehmen. Da sagen wir, wenn Sie einen Psychologen in der Nähe bei sich haben, können Sie auch jeden nehmen, den Sie bekommen können. Ja, das ist heutzutage leider nicht mehr ganz so einfach, einen Psychologen relativ schnell zu bekommen. Ja, aber wir haben manchmal so auch Kontaktadressen im Raum Ruhrgebiet, kennen wir noch jemanden in Essen und so weiter, können wir Kontaktadressen nennen. Ja, ich weiß nicht, wie es andere Beratungsstellen machen, ehrlich gesagt. Ja, in Tübingen, da ich noch 15 Jahre da, hatten wir auch jemanden, konkret im Uniklinikum, den wir dann die Patienten hingeschickt haben. Das muss aber von Beratungsstelle und Zentrum eigentlich den meisten angeboten werden. Deshalb empfehle ich eigentlich auch, das eher in den Zentren durchzuführen, weil die eigentlich so ein ganzes Paket eigentlich schon haben, als bei den genetischen Beratungsstellen, die das seltener machen, die natürlich sowas nicht haben. Ja, aber grundsätzlich könnte man jeden nehmen, den man nehmen möchte. Okay, danke dafür.
Noch mal ganz kurz die Erinnerung an alle, bei Fragen gerne unten den F&A-Knopf nutzen, dann lese ich die Fragen dann für euch vor. Gut. Gerne hoch, jetzt gerne weitermachen. Gut, wie wird die Untersuchung durchgeführt? Ja, ganz links kommt die Blutprobe bei uns, dann wird es mit einem Kit heutzutage die DNA isoliert und das kommt dann in so einen Eppendorf-Tube, was dann für die Diagnostik verwendet wird. Dann erfolgt die PCR. Mittlerweile kennen wir uns alle so ein bisschen aus, was eine PCR ist, ne, durch Covid und Corona. Letztendlich wird das Gen von Interesse, Gene of Interest, wird amplifiziert, vervielfältigt, so hat man viele Kopien davon. Und diese Kopien kann man dann weiter analysieren, das PCR-Produkt. Das wird im Rahmen von der Huntington-Diagnostik in der Regel über eine Kapillarelektrophorese gemacht. Das ist so ein Gerät, wie es bei uns im Labor steht. Ja, da kommen die Proben rein. Das sind mehrere Proben, die normalerweise auf einen Lauf kommen. In solche Kapillaren werden sie eingespritzt sozusagen. Und anhand der Größe werden sie dann detektiert. Man kann die Länge oder die Größe des Fragments bestimmen, indem man interne Marker mitlaufen lässt in diese Proben. Und letztendlich sieht es dann so aus bei uns im Labor, ja, verschiedene Peaks. Ja, und anhand der Länge können wir dann bestimmen, was für eine Größe diese Fragmentlänge hat. Und mit internen Standards können wir sagen, wie groß die CRG-Repeats sind. Ich glaube, da kommt wieder eine Frage. Ist das sicher, das Ergebnis richtig ist und dass man es in sich trägt? Ja, das ist sehr, sehr sicher. Ja, das machen wir nicht nur einmal, sondern es wird mehrmals wiederholt mit der gleichen Probe. Und in der Regel, die meisten Labors bieten oder empfehlen, aus einer zweiten Blutprobe das Ergebnis nochmal zu bestätigen, sodass man eine hundertprozentige Sicherheit hat. Nicht, wenn die Blutprobe verwechselt wird im Labor, kann man auch fünfmal das wiederholen, wird man immer fünfmal das falsche Ergebnis haben. So ist es bei uns zum Beispiel, dass das zweite Ergebnis kostenlos oder die zweite Diagnostik nochmal kostenlos durchgeführt wird. Auch das rechnen wir mit der Kasse nicht ab. Aber das ist so von Labor teilweise zu Labor unterschiedlich. Aber in der Regel bei den größeren Zentren bieten sie eine zweite Wiederholungsprobe an oder ein zweites Ergebnis an. Dann kommt gerade noch eine nächste Frage hinterher. Und zwar möchte Asal wissen, erhöht sich denn die Repeatzahl eigentlich mit dem Alter? Im Blut in der Regel stabil. Ja, diese Somatik-Instabilität, das finden wir in anderen Geweben im Gehirn, aber das messen wir in der Regel ja nicht. Ja? Sodass es im Blut in der Regel im Alter stabil bleibt. Das sehen wir jetzt aber auch, dass es auch nicht ganz so einfach ist, diese Repeats zu bestimmen, wenn man jetzt so einen Laborbefund sieht. Das heißt, letztendlich wird die Fragmentlänge gemessen anhand der Länge, was das Programm ausspuckt. Aber da sehen Sie jetzt auch die verschiedenen Peaks. Ja, das heißt, es ist nicht nur ein Peak für eine gewisse Länge. Das heißt, aufgrund der Repeats ist es immer so ein gewisses Stottern der PCR, sodass man immer verschiedene Peaks hat. Und letztendlich wird die Repeat-Länge so bestimmt, dass man die größten Peak nimmt. Und deshalb sehen Sie anhand Ihrer Befunde auch immer plus minus eins. Das heißt, es steht niemals da 52 alleine bei den richtigen Labors, sondern immer dahinter ein plus minus eins, weil man es nicht hundertprozentig bestimmen kann, dass es exakt diese Anzahl hat. Aber das ist immer plus minus eins. Und je nach Labor, einige sagen sogar plus minus zwei. Aber bei den meisten Laboren ist es plus minus eins. Und hier haben Sie zum Beispiel ein Ergebnis von 17. Das ist das Normalallel, die gesunde Genkopie und die 52 CAG-Repeats. Ja, das hier auf der linken Seite ist das kurze Repeat und auf der rechten Seite weiter ist dann das lange Repeat. Das sind die 52. Gut. Ja, das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus, dass ich eigentlich mehr Zeit geben wollte für Fragen. Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Hoa, für den Überblick und die fachlich-technischen Erläuterungen zur genetischen Untersuchung. Gibt es denn noch weitere Fragen? Jetzt haben wir alle gerade ganz gespannt zugehört. Wer noch Fragen hat, gerne über den F&A-Knopf einstellen. Solange es noch keine Fragen gibt, erst mal eine von mir. Wir hatten gestern den Vortrag zum Thema Versicherungen, dass das ja auch sehr wichtig ist, welche Arztbesuche man hatte. Da die Frage jetzt mal, wie handhabt ihr das in Bochum? Wenn jetzt jemand kommt zum ersten Mal, sagt, ich habe Hunting in der Familie, interessiere mich für eine genetische Untersuchung, gebt ihr da gleich schon von vornherein nochmal Tipps oder wie handhabt ihr das? Ja, also das Ding ist so, das Gendiagnostikgesetz schützt eigentlich davor, dass die Versicherungen danach fragen dürfen. Es sei denn, man schließt mehr als 300.000 Euro insgesamt ab oder 30.000 Euro pro Jahr. Ja.
dass ich denken würde, dass es nicht notwendig ist, das zu machen, solange man nicht über diese Summe kommt. Das Problem, das wir manchmal in der Genetik haben, dass Versicherungen ganz tricky sind und nicht direkt nach dem Ergebnis fragen, sondern fragen, bei welchen Ärzten waren Sie und geben Sie uns eine Entbindung von der Schweigepflicht. Dann holen Sie sich die Befunde von den verschiedenen Ärzten und wenn irgendwo was drinsteht, ist Mutationsträger für Huntington oder sowas. Oder wenn Sie direkt bei uns anfragen und wir haben eine Entbindung von der Schweigepflicht, würden wir diese Ergebnisse rausgeben müssen. Und dann weiß man nicht genau, was die dann als Begründung nehmen werden. Ja, sodass es durchaus die Gefahr geben könnte, dass so ein Ergebnis schlecht ist für einen selber. Wir haben ja auch sowas gehabt schon bei Verbeamtung und so weiter, dass es da größere Probleme gab. Ich habe schon Anrufe bekommen, darf ich das überhaupt benutzen und sowas und so fort. Ich sage eigentlich nicht, das dürfen Sie auf keinen Fall benutzen. Aber es gab durchaus mal eine Lehrerin, die musste das einklagen. Ja, das heißt, man hat zwar Recht, aber das Recht zu bekommen ist manchmal auch ein bisschen schwieriger und man muss diesen Weg gehen. Sodass ich dann immer sage, bevor man so eine genetische Untersuchung prädiktiv macht, sollte man sich gut überlegen, ob man nicht gewisse Versicherungen doch abschließen will. Genau. Und wenn man das eben hat und man hat ein gutes Ergebnis, ist immer noch die Möglichkeit zu kündigen. Also das ist ja nicht so, das sind ja auch genau andere Lebensrisiken bestehen ja. Genau, stehen ja auch, genau. Unabhängig davon, dann was man genau, so dass man das durchmachen kann. Ja. Eine andere Möglichkeit ist, was die Patienten teilweise in Anspruch nehmen, ist diese anonyme Testung oder diese pseudonymisierte Testung, was einige Labore anbieten. Wir in Tübingen haben es damals nicht anbieten dürfen, weil das einfach aufgrund des QMs, Qualitätsmanagement, nicht möglich war. Bei uns in Bochum bieten wir das an, ja, auch wenn die QM-Beauftragten dann immer kommen und dann immer rümpfen, wenn es da so anonyme Testungen gibt, weil es theoretisch nicht möglich ist, irgendeine anonyme Probe zu haben, weil das einfach vom Qualitätsmanagement anders ist. Wir bieten das an, aber man muss natürlich sagen, dass wir es dann nicht über die Versicherung abrechnen können. Ja, das muss dann selbst gezahlt werden. Klar. In der Zwischenzeit sind die ersten Fragen eingetrudelt, Hoher. Von daher, ich fange mal einfach an. Die Sandy fragt, benötige ich zwingend eine Überweisung für die Untersuchung und in Ergänzung dazu, kann man sich für die einzelnen Termine bei der Untersuchung auch krank schreiben lassen? Ja, eine Überweisung empfehlen wir, insbesondere wenn wir das abrechnen sollen, die genetische Diagnostik, dann entweder Überweisung oder den die Krankenversicherungskarte reicht manchmal auch aus. Ja, das hängt immer davon ab, welche Art von Beratungsstelle Sie angehen. Zum Beispiel, es gibt gewisse genetische Beratungsstellen, die können nur Überweisung tätig werden. Andere sind wie eine richtige Praxis. Die können mit ihrem Krankenkassenkarte das dann durchziehen und brauchen Sie nicht dringend eine Überweisung. Wir empfehlen das meistens, weil es einfach sicherer ist. Aber im Vorfeld klären dann. Genau. Auch wieder die Frage mit dem, haben die einen Psychologen schon? Ja, und die andere Frage war nochmal, ob kann man sich krank schreiben lassen für die Termine? Ja, grundsätzlich ja, das ist möglich. Ja, man kann sich bei uns, wenn man bei den Terminen ist, dann schreiben wir auf, dass es eben die Person da war aufgrund eines Arzttermins. Dann kriegen sie eine Bescheinigung mit. Und das wird in anderen Praxen, wie wir andere Arzttermine auch so laufen. Ja. Okay, danke schön. Justine möchte noch wissen, sie hat am 13. März ihre Testung und fragt nach, hast du Empfehlungen, wie sie sich vorbereiten kann und wie ist das mit Medikamenten? Also sie nimmt morgen Antidepressiva und Medikamente. Kann ich es an dem Tag normal nehmen oder verfälscht es das Ergebnis? Ja, also Medikamente und alles Mögliche können natürlich an dem Tag genommen werden. Es wäre ja gut, wenn wir unsere DNA ändern könnten durch irgendwelche Medikamente. Ja, dann wären wir schon wesentlich weiter. Das heißt, Sie müssen nicht nüchtern sein. Medikamente können normal genommen werden. Ja. Am Tag der genetischen Untersuchung, wie man sich vorbereiten kann. Ja. Ich denke, für die Blutabnahme ist es, glaube ich, noch nicht der schwierige Termin. Ja. Man kann natürlich jemanden mitnehmen, der einen dabei unterstützt. Ich glaube, der schwierige Termin ist die Ergebnismitteilung. Und wie man sich da vorbereitet, ist, glaube ich, ganz individuell. Ja, ich habe etliche Patienten, die zu mir kommen und sagen, ich gehe mit dem Ergebnis oder Vorstellung rein, dass ich das habe, die Mutation. Und dann kann ich damit besser umgehen, als wenn ich sagen würde, ich habe es nicht. Ja? Und das ist, muss man auch sagen, ganz unterschiedlich, die Reaktion. Also ich mache das ja schon seit 2003, genetische Beratung. Also eigentlich sind das jetzt ja schon 20 Jahre. Ja.
und wir haben ganz unterschiedliche Reaktionen gehabt und von Leuten, das konnte man gar nicht vorhersehen, die sehr fest waren und sehr sicher auftraten, die dann völlig dann aufgelöst waren über Leute, die sehr ängstlich waren, aber zum Testergebnis sehr, sehr gefasst waren. Also das ist wirklich schwer vorherzusehen und das kann auch man sich selber wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie es an dem Tag einem gehen wird. Das ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die kenne ich auch noch so gut. Ja. Genau. Es kommen nur die ersten Danksagungen rein. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Dem schließe ich mich an dieser Stelle erstmal an. Danke, Hoa, und beende die Aufzeichnung.